Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird das wieder ein Unboxing-Video, ein bisschen anders da ich heute die Tastatur von Trust vorstelle, die Trust Azure Gaming Combo Tastatur. Das ist ein Tastatur-Maus-Set von der Marke Trust, wie ich schon sagte, aus der Reihe GXT. Sorry schon mal dafür, wenn ich zwischendurch mal auf den Karton gucke, weil ich mir nicht alles merken kann. Ich habe die Tastatur schon komplett ausgepackt und an den PC angeschlossen, um sie zu testen und so weiter. Also, jetzt ändere ich mal kurz die Kamera. Und weiter geht's. Hier seht ihr jetzt nun den Karton von der Tastatur. Den zeige ich euch jetzt einmal. So sieht die Tastatur aus. Die liegt hier hinten auch nochmal. Die zeige ich euch auch gleich. Hier stehen ein bisschen die Funktionen und alles. Dann einmal der Karton von vorne. Hier die Funktion Gaming-Modus, Multimedia-Tasten, Anti-Ghosting und eine 3000 DPI-Maus, was ziemlich praktisch ist, besonders fürs Gaming. Natürlich deutsche Tastatur. Hier oben seht ihr dann auch die Zusatztasten. Und so, lege ich den Karton mal hinter mich. Hier seht ihr nun die Tastatur. Die ist gerade in dem Farbwechselmodus. Diesen könnt ihr einstellen, indem ihr auf die Fn-Taste hier drückt. Das ist die Funktionstaste für die anderen Multimedia-Tasten. Und diese Taste hier drückt. Diese da. Die da. Dann wechselt das in nur Dauerleuchten und Farbwechselmodus. So. Drückt ihr die Taste nochmal, geht's auf Dauermodus und drückt ihr diese Taste hier nochmal, wechselt das zwischen drei verschiedenen Farbmodi. Einmal den, dann den, aus, 1, 2, 3. So, das sind die verschiedenen Farbmodi. Dann diese Gaming-Mode-Taste, ich fasse das hier alles ein bisschen kürzer, seht ihr hier, oh, warte mal, so, ist die da. Das ist dafür da, wenn ihr im Spiel seid und einfach aus Versehen hier unten auf die Windows-Taste kommt, passiert nichts, wie ihr seht. Mache ich diesen Taste aber aus, und das geht wieder mit Fn und der Windows-Taste. So. Ich komme gar nicht richtig dran. So. Geht die Taste hier hinten aus. Und dann geht das auch wieder. So, diese sperre ich jetzt allerdings wieder. Zack. Und ja, hier oben seht ihr die verschiedenen Tasten. Was ich an der Tastatur, wie gesagt, sehr gut finde, sind auf jeden Fall diese Funktion, dass ich die Tastatur Windows-Start-Taste deaktivieren kann. So. Das sind jetzt die wichtigsten Sachen zu dieser Tastatur. Alle Tasten hier oben, also diese Symbole hier drauf, die könnt ihr benutzen, indem ihr die Fn-Taste drückt. Die da. Und dann die jeweilige Taste zusammen. Drückt ihr die Fn-Taste nicht, nutzt ihr automatisch die F1 bis F12 Tasten. So, kommen wir zu der Maus, die auch in dem Set dabei ist. Das ist diese hier. Das ist eine Trust GXT Maus mit einer 300 DPI. Diese DPI könnt ihr hier einstellen. Das ist in, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in 4 oder 5 verschiedenen Stufen. Und auch die Maus hat einen Farbwechselmodus. Diese wechselt aber nur die Farben. Oder ihr stellt die Farben komplett aus und das geht, indem ihr diese Taste hier gedrückt haltet. Ein paar Sekunden. Zack, dann ist es aus. Drückt ihr die Taste wieder ein paar Sekunden, geht die Sache wieder an. So, hier an der Seite habt ihr zwei Tasten, die sind standardmäßig dafür, um zum Beispiel im Webbrowser eine Seite vor- und zurück zu gehen. Dann gibt es hier das Mausrad und auch dieses Mausrad hat noch eine Taste, die man zum Teil in Spielen benutzen kann. Nicht in jedem, aber in vielen.
Das wär's dann. Erstmal mit den wichtigsten Sachen der Tastatur. Das wär's dann wieder, wie gesagt, mit den wichtigsten Sachen der Tastatur. Ich hole noch mal den Karton her. Die Tastatur hat bei mir gekostet, glaube ich, rund 20, 25 Euro. Ist eine sehr gute Tastatur für den Gaming-Einstiegsbereich. Sieht sehr schön aus und hat halt auch einen nicht zu hohen Preis. Die Marke Trust, die ist recht gut. Die mag ich sehr. Ich habe schon Kopfhörer von der GXT-Reihe und auch diese sind ziemlich gut. Sonst hat man wie bei jedem Technikteil 2 Jahre Garantie und ist natürlich auf jedem Betriebssystem verwendbar. Ab Windows 7 laut Herstellerangaben. Man braucht natürlich zwei USB-Ports, da beide Teile kabelgebunden sind, was ich allerdings bei Tastatur und Maus überhaupt nicht schlimm finde. Weil ich finde, Tastatur und Maus gehören einfach nur auf den Schreibtisch, auf jeden Fall am PC. Und die sind ja eh eigentlich immer an der gleichen Stelle, deshalb finde ich das kabelgebundene tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich gucke zwischendurch mal auf den Karton, damit ich weiß, dass ich nichts vergessen habe. Die Tastatur und die Maus, die kann man Plug and Play, also einfach an PC anschließen und nutzen. Am besten schließt man sie an einen USB 2.0 mindestens Port an. Das war die Erfahrung bei mir. USB 1.0 haben die meisten PCs nicht mehr. Und da reagiert die Tastatur ziemlich langsam. War jedenfalls bei mir so. Sonst braucht ihr für die Tastatur und Maus keine Treiber, keine Zusatzprogramme oder sonst was. Ihr solltet natürlich die Tastatur bei der Tastatur weder essen noch trinken. Allerdings, was ich gut finde, ist, aber nach hinten legen, hier kann auf die Tastatur, wenn da mal Dreck drauf kommt, die kann man recht gut abschütteln einfach, wenn da nur Staub oder Dreck reinkommt. Sollte man natürlich dann direkt machen. Weil hier ist nämlich, ich weiß nicht, ob ich euch das gut zeigen kann. Ich drehe mal kurz die Kamera. Hier unten, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich mache mal die Dings aus. Hier ist so eine Platte drunter. Hier ist so eine Platte drunter. Wodurch die Sachen nicht direkt. Ach, komm in die Halterung. Wodurch der Dreck nicht direkt in die Technik reinfallen kann. Es kann nur passieren, dass halt auf den Tasten. Aber das dürfte eigentlich nicht passieren. Sonst, sie hat die Tastatur ein super Design. Die Maus gefällt mir auch, ist gut in der Handhabung, nicht zu groß, nicht zu klein, lässt sich super mitarbeiten. Ich habe damit jetzt 2 Tage gearbeitet. Bis jetzt funktioniert sie einwandfrei. Ich hoffe, es funktioniert auch weiterhin einwandfrei. Ich hatte noch nie Probleme mit der Marke. Also bis jetzt hatte ich da Top-Ware nur. Ja, sonst, wie gesagt, 2 Jahre Garantie. Außer auf Verschleißteile, wie immer, und auf fahrlässige Zerstörungen an den Geräten. Ja, das wär's dann mit diesem Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und schreibt mir auch, was ich noch vorstellen könnte, beziehungsweise was ich noch so auf mein Video bringen könnte. Tipps und Tricks gerne wie immer unten in die Videobeschreibung. In die Videobeschreibung. Und das wär's dann. Euer Sascha vom YouTube-Kanal Sascha Craft Gamer. Bis zum nächsten Video. Ciao.